Herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von eurem Lieblingspodcast, die drei Rabauken. Hallöchen, Hallöchen. War ich wieder auf? Ich glaube, Elina war ein bisschen daneben auch. Nee, Mann, das liegt, glaube ich, am Teamspeak. Ja, ja, genau. Ja. Wie geht's euch, Leute? Heute noch gar nicht gehört, war gelogen. Eigentlich. Ich wollte gerade sagen, mir geht's gut, aber war voll gelogen, Alter. Oh, was ist denn? Ich habe heute das falsche Video einfach hochgeladen, ich Dumme. Elina hat ein Video von vor 3 Tagen nochmal hochgeladen. Nein, von gestern hochgeladen. Ach so, perfekt, von gestern. Also so richtig dumm. Ich bin richtig und sauer funny auf fact, mich gewesen. Es kam gut an. Ja, aber trotzdem, Top-Video hat euch gefallen. Mann. Besser angekommen als gestern. Ja, und außerdem. Ey, das wäre mal interessant gewesen, ob es besser angekommen ist, ja, als beim ersten Mal. Glaube ich sogar wirklich. Das ist ja crank, Alter. Ich bin richtig traurig. Ich habe auch nicht richtig Stress, aber ich muss so viel Steuerberatung jetzt machen, weil ich den wechsle. Und deswegen Lina hat da übel Ärger, das stimmt. Voll ätzend und es ist voll anstrengend. Und morgen ist auch noch ein wichtiger Termin. Es bleibt aber erstmal geheim. Es ist ein geheimes Projekt. Ich darf nicht drüber reden, Leute. War das morgen schon? Krass. Das ist morgen, Ben, das ist morgen. Ah. Mhm. Elina lässt sich ein Tattoo stechen. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Ah, ein Arschgeweih. Apropos Arschgeweih. Okay. Nein, Bartwitz, also ich habe nichts dazu. Ben hat Elina hat auch schon mal ein Video. Elina, ich muss 2 Storys erzählen. Was? Die eine weiß ich jetzt nur, weil du sie mir erzählt hast, aber die andere war auch geil. Elina ist ein bisschen anfällig für solche Flüchtigkeitsfehler, muss man sagen. Übertrieben. Einmal hat sie ein Video hochgeladen, was sie vor einem Jahr schon mal hochgeladen hat. Da frage ich mich auch, wie. Ich habe die Videos gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, hast du die noch? Ich habe die noch, falls ich ein Highlight-Video schneiden will, dann habe ich die Videos noch. Ich bin ehrlich, hau die am nächsten Tag weg. Oh mein Gott. Ja. Ich behalte das. Aber eine noch geilere Story. Damit hat Elina einen Monat ihren ganzen Kanal zerstört. Oh ja. Sie hatte vorproduziert. Ich glaube nicht nur einen Monat, mehrere. Oder länger kann es sogar sein. Und jetzt folgt die Story, wie Elina ihren ganzen Kanal zerstört. Das war noch die Zeit, wo Elina Ausbildung gemacht hat. Und da hatten wir es immer so gemacht, dass wir am Samstag für ihre ganze Woche produziert haben. Oha. Da es waren 4 Videos. Ja, ja, 4 oder 5 oder so manchmal. Nee, aber 4 ist doch auch viel an einem Tag. Ja, das und dann hat sie sich immer sonntags hingesetzt und alles geschnitten und alles ready gemacht für die Woche, alles geplant, damit die Videos zum richtigen Zeitpunkt online kommen. Und dann ist sie halt unter der Woche zu ihrer Ausbildung und Berufsschule gegangen und so weiter. Also es war ein krasser Workaholic-Lifestyle auf jeden Fall. Und dann hat sie es geschafft, einmal an ihrem ersten Tag, also sprich das erste Video ist dann zum Beispiel Montag gekommen, hat sie es aber geschafft, da alle 4 Videos freizuschalten. Nee. Und dann sind alle 4 Videos gleichzeitig gekommen, am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit. Oh, wie asozial, also wie blöd. 4 Videos gleichzeitig. Und also, das hat den Kanal erstens übelst heftig auseinandergenommen, weil YouTube jetzt dachte, jo, warte mal, Alter, was ist das jetzt hier gerade? Videos, du bist jetzt erstmal hier zurückgedrosselt. Und natürlich hatten die Leute dann schon die Videos gesehen teilweise. Oh nein. Ne? Ja. Wann ist dir das aufgefallen? Ein paar Stunden später. Oh. Ich glaube, ich war so, ich habe in die Abo-Box geguckt, dann sehe ich dann irgendwie 4 Videos von ihr wieder hintereinander. Oh, mies. Können wir mal was Schönes bitte reden? Ja, ich habe was. Es wird auf Elina rumgehackt. Nein, es wird nicht rumgehackt. Das ist ja mal eine eigene Dummheit. Ich bin so dumm. Ich mache so dumme Flüchtigkeitsfehler. Ohne Witz. Ich will was Aktuelles aufgreifen, Leute. Ja, auch rein. Ich habe das in den Nachrichten gesehen und auch auf TikTok zugegebenermaßen. Okay. In Amerika gibt es eine Heuschreckenplage. Habt ihr das mitbekommen? Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Das ist schon verstärkt durch so die Klimaerwärmung, aber das ist so ein Phänomen, was es in bestimmten Regionen von Amerika alle paar Jahre mal gibt. Also das ist so. Das ist einfach so ein regionales Ding. Und das ist so heftig, müsst ihr euch das vorstellen, dass wenn die da über Straßen fahren, in der Region, wo ich das da gesehen habe, dass man nicht mehr die Straße sieht. Die ist randvoll mit Heuschrecken. Was? Randvoll. Die Häuser denen sind so voll, dass die da nicht mehr rausgehen können. Hä, was macht man da? Also, das ist die Frage. Wenn jetzt euer Haus oder eure Wohnung so voll wäre mit Heuschrecken, dass ihr nicht mehr rausgehen könnt, also was für eine Waffe würdet ihr euch basteln? Das ist meine Frage. Also ich würde mich erstmal einsperren für 3 Wochen. Aber du musst Wochen. Jetzt einkaufen. Einkaufen? Aber ich gehe doch nicht raus. Die Rasenmäher geht ja nicht. Die sind ja auch an den Wänden und an der Decke und so. Die hängen ja überall auf. Was, wenn ich nicht rausgehe?
Nee, ihr müsst jetzt, ich will jetzt eine Waffe hören hier. Ich bestell Pizza Dietz. Ja, und danach in der Pizza ist überall Heuschrecke. Ganz ehrlich. So Haarspray mit Feuerzeug. So eine richtige Waffe. Boah. Den Dyson-Staubsauger, Alter. Ich habe auch überlegt, Staubsauger, aber das bringt halt nicht so krass. Ja, das ist nicht irgendwann viel. Voll ja, 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 da kriegst du nicht viele rein. Ich würde, an erster Stelle würde ich mir diese Anzüge holen, die die Imker immer so tragen. Maler, nee, so ein Maleranzug. Nee, 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 die, ja, die Imker tragen, damit das ja, okay, das ist ja jetzt unrealistisch. Warum ja, ist das ich dachte mir auch, das ist auch langweilig. Ja, okay, dann hole ich mir jetzt so einen Imkeranzug und mach ganz schnell die Tür auf und wieder zu. Ja, langweilig. Wir wollen Feuer sehen. Wir wollen Explosionen sehen. Panzer und so. Ein Amboss. Tod durch Amboss. Ja, das war krass. Ey. Also die, das waren echt viele. Boah, das ist echt hart. Also das waren wirklich krank viele. Wirklich. Würdet ihr das sowas so essen? Krass. Also es gibt ja auch in Deutschland ja, so Street schon, Food ja. Trucks und ich konnte das auch mal in einem Famila. Also das ist ein Supermarkt, so im Norden so mäßig. Manche kennt's, manche nicht. Ich kenn's. Und da konnte man im Famila ein paar Wochen lang so Insekten kaufen zum Essen. Also ich muss echt sagen, okay, ich verstehe schon, dass Leute unterschiedliche Sachen probieren wollen, aber ich verstehe nicht so ganz, jetzt abgesehen von, also vielleicht ist es die Kultur von manchen Leuten, ich weiß gar nicht, aber ich verstehe nicht, warum ich je in meinem Leben irgendwie so etwas probieren sollte. Es gibt genug leckeres Essen, warum sollte ich Insekten essen? Aber ist jetzt nicht so ein Gesetz beschlossen, dass so Insektenproteine irgendwo in Essen verwendet werden dürfen? Ja, guck mal, es ist was anderes. Also ich meine, in ganz vielen Farbstoffen und so weiter sind doch, glaube ich, auch solche Sachen drin. Sei es in, auch in Cola und in Ketchup und so weiter sind ja auch von Insekten irgendwas drin. Aber es ist was anderes für mich, wenn das da reingepackt wird und ich es nicht sehe und es schmeckt für mich normal, als da eine gegrillte Heuschrecke zu haben und da reinzubeißen. Das ist für mich schon krass. Aber so eine gegrillte Heuschrecke schmeckt doch safe nice. Ich kann mir vorstellen, dass eher es so einen glibbrigen Regenwurm, könnte. Das ist eher eklig. Das ist, also ich verstehe auch Leute nicht, die Frösche essen. Also das finde ich auch richtig komisch. Ich halte mich da sowieso raus. Ich bin jetzt Veganerin. Erzähl mal, Dina. Das stimmt. Oder? Wie läuft's? Ja, gut, ich bin jetzt Veganerin seit 2 Tagen. Und das ist jetzt halt auch echt nicht so krass. 2 Tage länger als ich. Ebenso. Ja, ich dachte mir halt. Eben noch Hotdog gegessen. Aber ich, Junge, aber ich war mal Vegetarier. Bestimmt, wie lange war das, Selina? 3 Monate oder so? Ja. Bist du auch ein besserer Mensch als du, Jo. Also, Alter, ich muss sagen, sorry, Dina. Ja, ich war eine ganz lange Zeit lang in der Woche Vegetarier und am Wochenende nicht. Weil ich in der Woche nie Lust hatte, mir selbst Fleisch zu holen, es mir zuzubereiten. Und wenn ich dann am Wochenende bei meiner Familie war, habe ich nur dort gegessen. Also war ich 5 Tage die Woche Vegetarierin. Für ganz lange. Also ich kann ja meinen Lebenslauf als Mensch erklären. Also mein Ernährungslebenslauf. Also ich habe wirklich in meiner Kindheit bis so, ich glaube 19, 20 war, habe ich prime viel Fleisch gegessen. Also so wirklich ultra viel Fleisch. Familiär bedingt? Oder einfach so, weil Fleisch, du Lust hattest? Fleisch war für mich so, es hat mir einerseits lecker geschmeckt. Es gibt ja auch Leute, die mögen so Fleischgeschmack nicht so krass. Aber mir hat es so lecker geschmeckt. Und für mich war es auch so richtig so mein Teil meiner Persönlichkeit. So, wenn ich halt beim Grillen viel Fleisch damals gegessen habe, hat mein Vater gesagt, da braucht man keinen Vaterschaftstest zu machen. Das ist meine Tochter, die ist genauso viel Fleisch. Und dann beim Grillen noch ein Steak. Ich habe so viel Fleisch gegessen. Eigentlich unvorstellbar, dass ich ich habe sogar manchmal beim Minecraft-Zocken habe ich mir einfach so fette Bockwürste von Penny gekauft. Alter, das ist ja krank. Und habe die einfach so gegessen. Oder so ein Packen Wiener Würstchen, so ein 1-Kilo-Packen. Das ist krank. Also aber das wirklich, wird auch normalisiert, oder das nicht? Wisst ihr, was übel, krank ist? Was denn? Beefies, aber in der Pfanne gebrutzelt. Oh, what the heck? Das ist krank. Das, hast du das schon mal gemacht, Ben? Das ist übel geil. Machst du das privat? Ja, selten, aber manchmal ja. Ist ich übel geil. Ruf die Polizei. Junge, warum denn jetzt? Ist das eigentlich manchmal stecke ich die auch in Nutella rein, ist auch nice. Nee, okay, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Sind Beefies roh? Nee. Oder? Nee, die sind geräuchert. Ist so geräuchert, oder? Ah, okay. Ich glaube schon, ja. Aber ist geräuchert nicht basically roh? Was ist geräuchert? Weiß ich nicht. Geräuchert. Was ist geräuchert? Das ist nämlich alt und vergammelt, Leute. Das liegt 16 Stunden lang an der Luft und im Räucherjauche. Das wollt ihr nicht essen. Oh, naja. Lecker. Ich weiß es nicht genau, also das ist ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall, um meine Story weiter fortzuführen. Ich war Prime-Fleischesser. Döner, Teller, groß, gar kein Problem für mich. Ohne Witz, immer mit Fleisch. Extra Fleisch auch manchmal. Alter, das war echt krass.
Und du hast eigentlich ausgesorgt, ne? Du brauchst eigentlich nie wieder in deinem Leben Fleisch zu essen. Ich habe ausgesorgt in diesen 19 Jahren. Okay, also geräuchertes Fleisch zählt man schon eher zum rohen Fleisch, tatsächlich. Ah, aha. Okay. Ja. So, Mettbrötchen habe ich auch gerne gegessen. Mettwoch war immer. Mettwoch? Mittwoch war Mettwoch. Und da haben wir ein Kilo Mett gekauft beim Metzger. Pro Person. Und, zack. Nee. Boah, Mettbrötchen finde ich auch. Also, da hört auch die Liebe auf. Wirklich. Also, das haben wir in der Mittagspause manchmal gegessen. War eine geile Zeit, muss ich sagen. Hast du Mettigel gegessen? Mettigel? Nee, das war mir zu komisch. Das ist ja pures Mett. Das hat ja noch nicht mal mehr Brötchen oder so. Das ist cringe. Machen das Leute oder ist das nur so ein Meme? Nee, ich glaube, das machen wirklich Leute. Was machen Leute? Ich war abgelenkt von Geräusch und Fleisch. Mettigel essen. Mettigel. Nee, das ist safe ein Ding. Ich kenne das auch. Es gibt ja auch Leute, die so Sülze essen. Kennt ihr Sülze? Boah, Glas? Das sieht aus wie Kacke. Dieses glibbrige Fleisch. So. Sieht aus wie Durchfall, das habe ich gesagt. Oh mein Gott. Nee, es sieht aus wie Kotze, ja, hätte ich gesagt. Kennt ihr Tote Oma? Was? Ich kenne den Namen, aber... Das ist ein Ossi-Ding. Tote Oma, ich muss alles googeln heute. Meine Tote Oma, kennt ihr falschen Hasen? Na. Boah, wenn ich mir das hier aber so angucke, sieht das auch krank ekelhaft aus. Das ist Grützwurst. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was Grützwurst ist. Aber Google mal, was Grützwurst ist. Ja, ich bin ja gerade hier. Das ist auf jeden Fall. Was hatte ich gesagt? Toter Hase, nee, falscher Hase heißt das. Ja, ja. Toter Hase, tote falsche Hase, Oma. Falscher Hase. Das ist ein Hackbraten. Ah, okay. Mit Ei, Hackbraten mit Ei. Und manchmal wird auch eine Möhre reingesteckt. Perfekt. Deswegen Hase oder was? Du stellst dir vor. Aber ich kenne das gar nicht so. Also das isst man doch nicht so. Ich habe das bei meiner Oma immer gegessen und das hatte nie ein Ei drin. Außerdem ist auf dem einen Bild das Ei verschimmelt. Das ist ja übel eklig. Oh, ew. Ja, falsche Hase, tote Oma kennt ihr das nicht. Melapskaus gibt es auch in Hamburg. Wird da auch gegessen. Verrückte Sache. Noch nie gehört. Ja, sieht auch gar nicht so delicious aus. Habe ich aber schon mal auch gegessen und war gar Nina, nicht so schlecht. Buchstabier delicious. Ich könnte es nicht. D-E-L-I. Ja. D-L-C. O-U-S? I-O-S. Hey, ist da nicht ein C drin? C hat sie gesagt. Das kam aber nicht ganz durch, es hat sich wie E angehört. Ja, sie hat so den Nuschler gemacht. Nein, ja, habe ich gesagt. Nee, ja, warum soll ich da ein E random reinhauen? Gib mir mal. Du hast ein I aber vergessen, glaube ich. Ja, ich weiß, habe ich vergessen. Ah, Evo ist sich auch nicht sicher, merkt ihr? Nee, Evo hat er gesagt. Ich will mich nur nicht blamieren. Darauf ist mein Amazon. Ja. Auf jeden Fall habe ich ganz kurz, Amazon liefert nicht in die Schweiz, Leute. So endet meine Liebe. Sie liefern nur manche Sachen, also wirklich richtig wenig Sachen liefern die in die Schweiz. Gibt das nicht? Gibt damals so nicht in der Schweiz? Nein, wir haben vor ein paar Tagen gegoogelt und der Markt hier sei wohl nicht groß genug oder wie nennt man das? Ja, aber zumindest die Nachfrage sei wohl nicht. Da geht in Zürich wahrscheinlich schon, ne? Nee, also ganz Schweiz. Aber nee, du brauchst ja dann so Lagerhallen auch und so. Ja, ja, richtig traurig. Aber du Leute. Kannst auch bestimmt von Amazon Deutschland bestellen mit mehr Versandkosten, oder? Nee, das ist ja das Ding. Die liefern halt einfach nicht in die Schweiz. Ja, aber kannst du nicht einfach mit, ich weiß nicht, wie der Schweizer Paketdienst heißt, Schweizer HL oder so, SHL. Die Post haben die hier. Die Schluchtbringer oder so. DHL heißt gar nicht deutsche Post. Nee, heißt es auch nicht. DHL ist, glaube ich, nicht mal deutsch, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, DHL gibt es auch in anderen Ländern. Ich google es wieder. Nee. DHL. Nein, ich weiß sogar, was es heißt. Sag, ich dachte, ihr wisst. Nee, war gelogen. Aber das sind drei Namen auf jeden Fall. Ja, ach, ernsthaft, den Namen? Sind die denn was anderes? Ja, es könnte ja auch delicious Hackleber sein. Nee, das kann man nicht wissen. Adrian das heißt Delcy, Larry Hillblom und Robert Lynn. Das sind die drei Gründer. Ach so. Und das ist auf jeden Fall nicht deutsch. Man denkt nämlich immer, DHL ist deutsch, aber das ist halt so verbreitet. DHL kommt aus San Francisco. Was? Man denkt immer, das war jetzt doch die Postfarben. Man denkt immer, das ist Post. Ja. Aber nee, Alter, das ist American. Ja. Ja, auf jeden Fall. Man kann nicht von Amazon direkt in die Schweiz liefern. Ich habe das schon oft versucht. Ich wähle dann aus, ne, die Schweizer Adresse und danach steht da ja, nee, sorry, liefern wir nicht dahin. Das Einzige, was die hier hingeliefert haben, waren mal so Sleeves für Pokémon-Karten. Aber abgesehen davon nichts. Aber wo bestellt denn jetzt so ein Schweizer, wenn er sagt, boah, ich brauche jetzt Batterien? Die haben ganz normal so Elektronik, Webseiten oder andere Sachen, aber die haben halt einfach nicht sowas wie Amazon, wo du einfach easy peasy bestellst, ist es morgen da und dann kannst du es auch wieder zurückschicken. Haben die halt einfach nicht. Finde ich richtig komisch. Ich weiß nicht, wie ich das hier überleben soll. Ich bin eine Person, ich bestelle dreimal die Woche bei Amazon, deswegen
wird's okay, schwierig. Ich gucke nach, wie viel Bestellung ich, wie viel Bestellung ich dieses, ihr schätzt, wenn ihr die genaue Anzahl richtig habt, also einer von euch. Soll ich kurz nachgucken? Nee, ey. Ja, ja stimmt, ihr wollt ja zugucken. Ich hätte das heimlich machen sollen. Kriegt ihr einen Tesla? Es muss das aber die ist exakte gelungen, diese Tesla-Lüge. Ich glaub dir nicht mehr. Ich glaub nicht mehr, dass ich in diesem Jahr noch einen Tesla bekomme. Na, dann errat's doch mal. Ich gebe aber einen Tipp. Es sind auch Audible-Sachen dabei. Also es sind nicht, also nur fürs Protokoll, das sind hier nicht nur bestellte Artikel, da sind auch drei Fragezeichen-Sachen dabei und sowas. Ja, okay. Und auch Fernsehserien und Filme und so, ja. Ich sag 156. Oha, das ist voll viel. Ja, sorry, ja, also 78. Evo ist komplett auf den Kopf sorry, gefahren, 78, Alter. Ich sage 31. 48. Tja, das war der Tesla. Ach, so genau, wenig? Genau war die Prämisse, dass wir genau raten müssen. Ja. Hey, natürlich. Ja, wahrscheinlich gebe ich dir jetzt einen Tesla, wenn du 15 daneben liegst. Ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ich bestelle wenig eigentlich, relativ. Derweil mal weiter über meine Ernährungslebensweise. Wir sind etwas abgeschweift. auf jeden Fall irgendwann mal 2019. Ganz kurz. Ja. Wie viel habe ich? Junge Evo, lass doch Elina mal reden. Wie viele Bestellungen habe ich? Ja, wahrscheinlich 350. Nein. 2023. Viel weniger. 196. Evo ist aber umgezogen, das muss man auch bedenken. Nee, ich bin ja noch nicht ganz so offiziell fertig umgezogen. Ich bestelle ja immer noch alles. Aber da sind viele so Umzugsbestellungen drin. Das ist viel. Ja. Ja, aber man bestellt doch seine Möbel nicht da. Na, oder weniger. Sie ist ja halt auch oft nicht da, um Pakete anzunehmen. Ja, ich bestelle auch zu meiner Familie. Ich gehe wieder für 31. Eine halbe Paketstation. So, nee, das ist viel 31? Viel. Ich habe einfach, was habe ich eben gerade gesagt zu Ben? Keine Ahnung. 180 irgendwas. Danach habe ich was mit 70 gesagt. Ach so, okay. Habe ich 78 oder 79 gesagt? Weiß ich nicht. Weil 79 habe ich bestellt. Lol. Boah, es geht aber noch. Ja, ich dachte auch, es wären mehr. Ja, wobei, Mann, es ist jetzt schon jetzt kann ich auch nicht viel. Diesen machen. Jetzt muss ich auch gucken, ihr Affen. Ja, es ist schon krank viel. Du bestellst alle zwei Tage. Wohlbemerkt, reden wir hier von wir reden von Artikeln, oder? Ja, ja. Nee, Bestellung. Nee, wir reden von Bestellung. Wir reden von aller zwei Tage bestellst du etwas. Das heißt, es können auch mehrere Artikel sein. Das ist komplett krank, Evo. Ich bestelle sehr selten einzelne Sachen, muss ich ehrlich sagen. So muss man mal über deinen Konsum hier nachdenken, Evo. Das ist ja wirklich. Aber also, wirklich zu meiner Verteidigung, ich habe wirklich viel für den Umzug bestellt. Ja, das glaube ich. Weil Deutschland ist Preis immer die Hälfte von Schweiz. Deswegen macht es ja keinen Sinn, alles in der Schweiz zu kaufen. Ja. Also ich habe auch Prime viele Bestellungen. Das passt zu Amazon Prime. Ey, wir brauchen Placement von denen. Wir haben schon für die zweimal Werbung gemacht, Elina. Ja, so, stimmt. Danke. Danke, Grüße gehen aber raus. Jetzt nochmal im Podcast, wäre nochmal cool. Ja. Ja, jetzt ratet mal, schätzt mal. Ich sag Ich sag mehr als ich, aber weniger als Evo. Ja, ich hätte 25 gesagt. Nee, das klingelt doch dauernd hier. Ich sag's euch, ich teile mir den Account mit Till. Das müsst ihr bedenken. Ich sag 6. 48. 67. 101. Was? Nee, ihr seid komplett krank. Ich rede auch nicht mehr. Für 2023. Ja, teil das mal durch 23. Zwei, Ben. Okay, jetzt nächste Frage. Wann 2023? Welches? Ja. Ja, aber 23 ist ja erst 6. Ein halbes Jahr. Monate. Ja, nicht mal ein halbes. Na doch. Doch, wir sind genau bei der Hälfte, 6,5. Ne? Exakt. Das ist ja krank. Ich kann euch sagen, was ich hier Wichtiges in meinem Leben bestelle. Ein Milchaufschäumer, ein Fahrradschloss. Also ich habe hier Bettbezug. Weil jetzt die wichtige Frage. Was war das erste Jahr, wo ihr etwas bestellt habt? Das war das kann ich, da habe ich nämlich was ganz Krankes. 2017. Okay, pass auf. Ich kann keine Bestellung aufgegeben. Das steht bei mir auch. Oha, meine Story ist voll. 2018 habe ich das erste Mal bestellt. Meine war am 9. Januar 2016. Ich habe einfach 2009. Krass, damals gab es das schon? Ich hab boah, das ist aber auch ehrenlos, was ich hier sehe. Was war die erste Bestellung, Leute? Ja, das darf ich gar nicht erzählen eigentlich. Ich darf gar nicht erzählen. Ich habe sogar zu meiner meine Mama Sache hört eine zu. Story. Oh, ja, deine Mama hört ja, zu. Dann nimm das meine nächste. Erste, das darf ich gar nicht erzählen. Sag das mal. Das ist verjährt, das war 2009. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk für meine Mom bestellt und hier sind zwei Sachen fraglich. Erstens, wann? Ich habe nämlich die Bestellung aufgegeben am 16. Dezember. Ja, geht da ja noch. Das geht sogar noch. Alter, ich dachte, das geht noch. Ben, sollen wir es droppen? Ebro, sollen wir es droppen?
Nein, Leute, das wird jetzt hier nicht gedroppt. Leute, nein? Darf ich die Story erzählen, weil er jedes Mal meint, die Story umzudrehen? Einen raus. Ich drehe Storys um, würde ich nicht machen. Ja, ich mache die Adlibs. Ja, aber lass mich das hier noch ganz kurz zu Ende erzählen. Okay, so, das ist das erste Fragwürdige an der Sache. Und es ist auch fragwürdig, was ich meiner Mom geschenkt habe. Ich habe ihr geschenkt eine Küchenwaage. Hä? Hat sie die noch, ist die Frage. Funny Fact, ich denke, das ist die, die ich heutzutage habe. Ich habe mir die dann 15 Jahre später nochmal gekauft. Die sieht nämlich genau gleich aus. Meine erste Bestellung waren so Zauberkarten. So Dings. Wie heißen die? Einfach so Karten da mit Ass, König, Bube, Dame, die man aber so zum Zaubern. Also Zaubern. Ja, du wolltest die Kinder abziehen. Ich habe es nicht für mich bestellt, ich habe es für Traudel bestellt, für Tim. Ah, der macht das ja immer. Traudel ist, einfach David Copperfield hier. Traudel, für die OGs, die zuhören, der hat die Lucky Block Pizza gebaut. Die schönste auf der ganzen weiten Welt. Ja, worldwide schönste Pizza. Die kennen die alle von Among Us. Und, ja, ja. Genau. Among Us. Und jetzt zur Weihnachtsstory. Elina, welches Jahr war das? Ist das schon 3 Jahre her? 2021. Das ist her. Da, ich glaube, 2 Jahre. Müsste ich gucken in meinem OneDrive, weil ich habe da noch ein Bild von, wo ich geheult habe. Nee, ich glaube, es sind mittlerweile 2 Weihnachten vergangen. Und dann war das, glaube ich, das ist schon 3 schon. 3 schon? Ja, ich glaub, ja, auf jeden Fall, Leute, ist es schon sehr lange her. Da meinte irgendwann vor Weihnachten Ben uns in die Gruppe zu schreiben, hey Leute, würdet ihr es mal cool finden, uns gegenseitig Weihnachtsgeschenke zu basteln? Selber zu machen. Ich habe darauf, muss ich ehrlich sagen. Nein, ich basteln ist nicht gefallen. Selber machen. Okay, ja, dein Geschenk war ja jetzt auch nicht gebastelt. Du hast das vom Basteln. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, selber machen ist scheiße. Ich hätte lieber einen Tesla gehabt. Ganz ehrlich, hat mir nicht Spaß gemacht. War eine 1 von 10. War scheiße. Nina hatte aber eigentlich ein geil. Ja, ihr hattet beide ein geiles Geschenk. Ich habe für richtige nichts gebastelt. Ich sag, was ich bekommen habe von denen. Also, ja, also mal, die Quintessenz der Geschichte ist, weil ich es jetzt nicht erzählt habe, ich habe bei Nina was geschenkt. Ja. Dumme Elina Asozialer. Und ich haben uns richtig Mühe gegeben, haben uns jeweils gegenseitig so ein was gemacht. Asozialer, Alter. Und Ben hat uns nichts geschenkt, Leute. Ja, ich schenke euch. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch sauer seid. Das war 2019. 19, ja. Ich schenke euch noch was. Und ich halte es jetzt in die Kamera. Da hatte ich noch schiefe Zähne, Leute. Seht ihr das? Das bin ich, Ben, wie ich heule, als ich Ebros Geschenk zusammengebaut habe, weil das so schwer war, weil ich mir ständig in den Finger gestochen habe. Deswegen. Ja, sie hat was voll Schönes gemacht, Leute. Sie hat so einen Bilderrahmen gehabt. Genau, sie hat da so ein Bild reingehäkelt. Einfach ein Bild von mir und meinem Freund hat sie da reingehäkelt. Und man erkennt das voll gut. Das ist voll schön, Elina. Ich habe das bis heute noch. Und ich habe das, bis ich jetzt alles eingepackt habe für den Umzug, habe ich das ganze Zeit in meinem Regal stehen gehabt. Und das werde ich auch hier in der Wohnung dann aufstellen. Es ist fucking süß. Ich habe dafür geblutet, Ebro. Ich habe von Ben Ebro. Und Ben schickt doch nicht mal. Ich habe von Evo geschenkt bekommen, einen Kalender, in dem, also war so selbst gebastelt und da waren so bei besonderen Special-Tagen, zum Beispiel als ich meinen Kanal gegründet habe und noch ganz viele andere Sachen, erste Lucky-Block-Aufnahme und sowas war, glaube ich, noch dabei, waren immer die Tage mit so einer kleinen Notiz quasi hingeschrieben, so alle Special-Tage. Hat sehr lange gedauert. Das war sehr schön. Und Elina hat mir geschenkt einen Wikipedia-Artikel. Oh mein Gott, ja, da habe ich heute drüber nachgedacht. Die hat sich hingesetzt und diesen zusammen mit meiner Mom hat sich informiert und hat dann den Artikel geschrieben und da abgeschickt und so. Aber was ihr wissen müsst, Deutschland ist Deutschland. Deutschland ist sehr besonders. Und es ist so, dass es in Deutschland eine sogenannte Relevanzkontrolle gibt. Das gibt es übrigens in keinem anderen Land bei Wikipedia. Das gibt es nur, ja. Zumindest habe ich das mal so gelesen, oder ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber es gibt es. Auf TikTok gelesen. Man muss das ja jetzt nicht weiter thematisieren. Nee, ich glaube tatsächlich, das habe ich nicht auf TikTok gelesen, das habe ich irgendwo, ich glaube, bei Reddit gelesen oder so. Und Reddit ist so eine Art Internetforum, falls ihr das nicht kennt. Da wird quasi sozusagen kontrolliert, aber halt von so Mods, also das sind so freiwillige Helfer, das ist jetzt niemand, der das professionell macht oder so, wird quasi bewertet, ey, ist dieser Artikel wirklich relevant genug für so eine Enzyklopädie? Jetzt könnte man natürlich argumentieren, naja, also irgendwie ist ja eigentlich fast jeder Artikel, solange man jetzt nicht selbst einen Wikipedia-Eintrag dahin schreibt. Habe ich schon mal gemacht. Weil man
Als ich klein war. Weil man zwei Follower auf Instagram hat, also ist ja mal, ist man, also passt es ja eigentlich immer, will ich jetzt mal so sagen. Ich meine, wen stört's? Den ruft halt dann keiner auf, den Artikel, aber das stört ja nicht. Ja. Solange der faktisch richtig ist und eine minimalste Relevanz gegeben ist, okay, aber gut. Ich habe da sogar Belege eingefügt. Ja, ja, es war sogar Zeitungsartikel, was da war und so. Und dann hat sich so ein 60-jähriger Alban da wirklich sich zu seiner persönlichen Mission gemacht, diesen Artikel zu löschen. Weil ihr müsst wissen, so bei diesen Wikipedia-Mitarbeitern, das war also nicht Mitarbeiter, so Helfern, das haben wir so wahrgenommen, da ist wirklich ein heftiger Hass gegen Influencer fahren. Und der hat es wirklich zu seiner persönlichen Mission gemacht, 2 Wochen seines Lebens damit zu beschäftigen, jeden Tag, es gibt quasi so hinter Wikipedia-Artikel gibt es so Kommentare, da kannst du so Änderungen begründen, Löschung beantragen, bla bla bla. Ne? Kannst du schreiben, hier stimmt das wirklich, das ist Quatsch oder was du über den Artikel denkst, das sind quasi so Moderator-Kommentare. Der hat da Pamphlete geschrieben, der hat in die Tasten gehämmert, da bam, 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 bam. Die Frau Ingegret hat schon gewartet die ganze Zeit, aber der musste bis 3 Uhr nachts aufbleiben, weil er nämlich Banks Wikipedia-Artikel löschen musste. Und auf jeden Fall hat er da wirklich reingehauen. Und der wurde am Ende gelöscht, weil die Begründung war dann, da hat sich sogar dann später noch ein Admin eingeschaltet, also ein richtiger, also so ein höherer Wikipedia-Admin. Ein relevanter Mensch. Ja, ja, der hat sich dann da noch eingeschaltet und gemeint, ja, das ist ja alles ein bisschen übertrieben mäßig und halte dich mal zurück, aber insgesamt haben wir so die Guidelines, die war komplett unrealistisch. Ja. Der hat mir geschrieben, du musst irgendwie in den Top 20 der meist abonniertsten deutschen YouTube-Kanäle sein. Jetzt würdet ihr so denken, irrelevant oder was? Ja, warte, jetzt würdet ihr so denken, ja, Top 20, das klingt ja schon, ja, aber Top 20 sind halt 15 TV- und Musikkanäle. Es gibt nämlich auch so Kanäle wie Kontor TV, kennt keine Sau von euch, das ist ein Techno-Channel, der nichts mit Deutsch zu tun hat, aber es sind halt deutsche Gründer und der hat irgendwie 25 Millionen Abonnenten und ist halt Platz 1 und es gibt halt massenhaft solche Kanäle, die habt ihr noch nie gehört, die machen halt auch international. Ja, ja, die machen halt ohne Sprache oder kein Deutsch, machen Englisch, die kennt ihr nicht, die Kanäle, aber die haben halt 15, 20, 25, 50 Millionen Abonnenten. Und den zählen halt für Wikipedia auch als Deutsch. Das heißt, als normaler Creator ist es nahezu unmöglich, in diese Top 10 da reinzukommen, weil da sind halt keine echten deutschen Kanäle. Da ist, glaube ich, noch nicht mal in diesen Top 20 kein einziger deutscher, wirklicher YouTuber drin. Ja, ja. Die sind ja auch wirklich behämmert. Ich habe denen das versucht zu erklären. Ich habe denen das versucht zu erklären. Und dann ist da Crazy Frog drin. Crazy Frog ist worldwide. 90% der Abonnenten sind Russen, Alter. Das haben die nicht gerafft, Alter. Und dann wollte Elina denen noch so erklären, dass halt die Relevanz nicht über Abonnenten kommt, sondern halt über Aufrufe, über Reichweite. Das wollten die nicht verstehen, Alter. Auf jeden Fall wurde mein Artikel dann gelöscht. Ich habe da sogar mehrere Zeitungsartikel, irgendwelche Videos von dir, wo du von einem Radio interviewt worden bist. Das hat denen nicht gereicht. Die wollten diese Abonnentenzahl haben. Lächerlich. Okay, die wollen, dass ich wirklich 25 Millionen Abonnenten habe. Ansonsten bin ich auch einfach irrelevant. Oder man muss einen Song machen. Das ist halt auch das andere Ding. Oder ein Buch. Buch hast du doch. Jetzt mittlerweile hast du. Ja, aber seitdem habe ich es nie wieder probiert. Ey, aber warte. Hä, nee, hattest du da nicht schon? Fact? Nee. Da hatte ich noch kein Buch. Oder besser gesagt, wie Rose möchte. Fun Fact. Nein, es heißt Funny Fact. Ich habe das so etabliert und das bleibt jetzt so. Funny Fact ist nämlich, dass es eigentlich Fun Fact heißt. Funny Fact, mich will das hier nie jemand ausreden. Funny Fact auf jeden Fall. Ich habe den Wikipedia-Artikel noch hier auf meiner Festplatte. Ey, lass den Original so nochmal einschicken. Und den schicken wir nochmal so ein. Plus Buch, wir sind drin. Plus Spende. Und ihr ruft den alle auf und dann beleidigt ihr die. Nein, Spaß, das war ein bisschen. Ey, ich musste diese Google, ich sag den Namen jetzt nicht nochmal, aber ich musste diese Google-Bewertung löschen. Weil ich habe mal in irgendeiner Folge habe ich mal darüber geredet, über das Motel, wo Elina genächtigt hat, dass sie verschimmelt war und so. Ja. Ey, ihr Verrückten, ich habe alle 3 Tage eine Mail bekommen von Google. Deine Rezension hat neue Rekorde gebrochen. Die haben das alle geliked und so. Das war wahrscheinlich die meistgelikte Rezension des Jahres gefühlt. Also auf jeden Fall hatte ich Angst, dass ich die dann in die Pleite schicke und deswegen habe ich einen Rückzieher gemacht und das Ding jetzt gelöscht. Jetzt habe ich nur noch eine Bewertung und das ist 5 Sterne im Schuchs Hotel in Frankfurt Traunheim. Und das, ich glaube Traunheim, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wenn ihr mal im Norden von Frankfurt seid und essen gehen wollt, Schuchs Restaurant, S-C-H-U-C-H. Geiles Ding, Alter. Das haben wir Lina und ich geliebt, wirklich. Das ist eine lustige Sache dazu. Mir ist irgendwann mal richtig
Random ist mir Kai Pflaume gefolgt. Also, manche kennen ihn so. Also, ich habe auch schon Leute gekannt, die jetzt gesagt haben, Kai Pflaume, wer ist denn das? Aber ich weiß nicht. Ich kenne aber Kai Pflaume auch nur durch Social Media. Ne? Der musste so heftig am Leben vorbeileben, dass er nicht Kai Pflaume kennt. Ich kenne ihn aber auch nur durch Social Media. Nein, den kennt man so vom Fernsehen kannte ich den nicht. Klein gegen ich kenne den aus der Werbung. Der hat doch hier so Rasierer-Werbung gemacht oder so. Da kenne ich den, und noch so viele Moderationssachen. Ja, oh, jetzt Kai Pflaume, oh, richtiger OG. Der ist mir dann irgendwo auf Instagram gefolgt. Dann hat er so gefragt, jo, empfiehlt mir mal so geile Restaurants. Und da habe ich ihm Schuchs empfohlen. Und er hat sich dafür bedankt. Ja. Ben, aber weißt du, woher Kai Pflaume kommt? Weiß ich nicht. Kai Pflaume kommt aus dem Osten, wurde da geboren. Ist ja, dann über die Grenze. Halle. Und Halle, da bin ich zur Schule gegangen. An der Saale, da Halle waren wir an der Saale ist die zweitkriminellste Stadt Deutschlands. Chillig. Das hast du schon mal gemacht. Elina, ja. Mittwoch. Ich will deine Story weiterhören. Wir deine Ernährung. Alles vergessen davon. Genau. Das ist dieses voll die random Story. Uns fallen immer so andere Sachen ein. Das ist unser roter Faden. Diese ja. Mittwoch. Ja, irgendwann mal random bin ich Auto gefahren und dann habe ich überlegt, jo, ich will einfach jetzt vegetarisch so leben. So einfach ganz random. Ohne Grund. Einfach nur probieren. Dann habe ich mir Würstchen von Rügenwalder Mühle gekauft. No Werbung. Und vegetarische aufhören, Würstchen. So viele Marken zu nennen. Ich habe mir dann natürlich keine Fleischwürstchen gekauft, sondern vegetarische. Hab dann festgestellt, oh mein Gott, die schmecken fast identisch. Obwohl ich so ein krasser Fleischesser war. Und dann bin ich dabei geblieben für ein paar Jahre. Bis jetzt. Jetzt bin ich vegan. Also ich versuch's zumindest jetzt. Wie lange bist du schon vegetarisch? Lange, ne? 2019 oder so muss das gewesen sein. Nee, mit der Enttäuschung von 2020. Vielleicht hängt das ja auch zusammen. So das Trauma musste sie verarbeiten. Manche ändern dann ihre Haarfarbe. Elina hat aufgehört, Fleisch zu essen. Ja, auf jeden Fall versuche ich es jetzt. Ich darf ja keine Marken mehr nennen, aber wenn man so mal so ein Auge dafür entwickelt, dann findet man auch relativ leicht vegane Sachen. Und wenn man eh kein Fleisch mehr isst, ist der Umstieg auch gar nicht mehr so krass. Ich habe auch gar nicht so Milch getrunken, sondern meistens nur Hafer- oder Mandelmilch. Und meine Ernährung war sowieso grundsätzlich immer Trash, so was Milchprodukte anging. Sonst war meine Ernährung eigentlich immer so okay, aber so Käse habe ich mir oft reingehauen, Quattro Formaggi Pizza oder irgendwelche Eis und so, alles mit Milch und Sahne. Und jetzt versuche ich halt wieder eine clean Ernährung zu haben, plus vegan. Ich verstehe wirklich nicht, wie man eine Käsepizza essen kann, wenn es sowas gibt wie Thunfisch. Oh, ich liebe Pilze oder Speziale auch. Oder, Alter, die beste Pizza von allen. Ananas. Nein. Hawaii-Pizza. Ekelhaft. So geil, Alter. Ekelhaft. Wisst ihr, was lustig ist? Die damalige beste Freundin von meiner Schwester aus der Grundschule, die dann auch später noch eine Freundin war von ihr, aber sie war Vegetarierin. Aber es gab eine Sache, auf die sie nie verzichtet hat, und das war, ich will das Wort gar nicht aussprechen, weil ihr mich wieder auslachen werdet, weil ich ein türkisches Wort sagen werde. Aber ich sage das Deutsch, Deutsche. Lahmacun. Sag's mal bitte auf Türkisch. Lahmacun. Lahmacun. Ja, aber das war nicht so lustig. Uguru war viel lustiger. Mir ist eingefallen, ich wurde auch schon mal von einem Dönermann ausgelacht, als ich gesagt habe, ich hätte gern einen Dürüm. Das hätte man ja Deutscher nicht sagen können. Wie willst du das sagen, Ivo? Nein. Junge Ivo, jetzt sag. Jetzt voll schlecht. Sag. Düdüm heißt das Düdüm. Aber ja. Ich verstehe nicht. Das ist so was Ähnliches wie die Kreuzrundfahrt, ey. Also, ja, hallo, Herr lieber Döner, weil ich hätte gerne ein Düdüm. Vor allem Döner-Imbiss-Leute, die müssen ja voll dran gewöhnt sein, weil ich glaube, viele machen das, dass sie das versuchen, richtig auszusprechen. Ja, das ist das erste Mal, dass ich das mitbekommen habe. Ja, er hat mich voll ausgelacht. Ekelhaft. Dann habe ich nie wieder einen Dürüm bestellt. Aber du hast es doch deutsch gesagt. Dann habe ich immer nur einen Döner bestellt. Ich habe immer bei meinem Döner mal Linsensuppe dazu genommen. Immer wenn ich das Leuten erzähle, das sagen die so, Linsensuppe bei Döner? Aber eigentlich ist so das doch voll, das ist doch das Standardding eigentlich. Ja, das ist die Standardsuppe bei uns. Die kennen immer nur ihre Pommes-Frittenbox mit Döner, Alter. Und mehr kennen die nicht, Alter. Aber, wie heißt das bei euch? Heißt es Pommendöner? Oder ich habe Pommendöner mal gehört. Pommendöner, ja, aber ich muss sagen, ich finde das. Ach, also, Dönerbox meinst du? Oh. Ja, gibt's auch. Ey, das hat, es gibt aber auch so eklige Namen, irgendwie so Fleischtasche oder so ein Scheiß. Wie nennt man das? Ich habe da irgendwas auf TikTok gesehen. Das waren ganz wilde Namen. Ja, das war ein ganz komischer Name. Ist das nicht so, dass da irgendwie die das nicht bestimmt nicht Döner nennen dürfen, weil da irgendwie. Ja, weil nicht da Hackfleisch drin ist. Ja, genau, irgendwie sowas. Aber da hält sich ja eh keine Sau dran.
Ich finde Fleischdöner eigentlich nice. Also bei mir ist es immer Pommes-Döner. Ich muss sagen, ich mag so Pommes-Döner nicht, weil... Ich mag das. Das ist alles durchgesuppt dann irgendwie. Ja, da hast du recht. Ich habe das nicht so oft bestellt. Ja, ich habe das zu Schulzeiten gegessen. Ja, aber ich dachte, das ist doch auch eine wilde Ernährung, Ebro. Immer am Dönerstag. Manche kriegen ihre, überleg mal, manche sitzen da mit ihrem geschnittenen Brot da, mit Frischkäse, mit so Gürkchenscheiben drauf und Ebro daneben mit ihrer Pommes-Dönerbox. Ich meinte in der Mittagspause, wenn wir mal rausgegangen sind. Ohne Witz, ich bin damals immer mit Laura nach der Arbeit, ich habe so auch den kompletten Prozess des ganzen Dönerladens mitgekriegt. Die hatten damals eine ganz kleine Dönerbude, die sah richtig ramschig aus. Und dann hatte die ganz lange geschlossen und dann wunderschön. Aber jetzt sieht es mittlerweile ranzig aus, weil das inzwischen auch wieder 10 Jahre her ist. Und damals hat der noch 3,50 gekostet. Ja, und dazu kann ich auch was sagen. Kipp ich aus den Latschen. Also ich bestell mir eh keinen. Aber ich bezahle mit Käse 8 Euro. Ja, ohne Käse 7. Ich glaube, in der Schweiz Döner ist es 15 oder so. Ja, also Feta-Käse. Also entweder Feta Halloumi oder Halloumi schon geiler, aber haben viele nicht. Und im Notfall Feta mache ich immer schon. Ich liebe Feta. Also mein perfekter Döner sah damals so aus. So eine weiße Soße auf die eine Seite vom Brot. Eine Cocktailsoße auf die andere Seite vom Brot. Dann das Dönerfleisch drauf. Zack. Dann, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Rotkraut, Weißkraut. Ja, so wie bei jedem Döner. Also, in der Schweiz haben die das nicht, Leute. Die haben kein Rot- und Weißkraut im Döner. Und dann nochmal, so eine Cocktailsoße obendrauf. Oh, ne. Perfekt. Übrigens, dazu habe ich zwei Sachen. Erstens, wir hatten in unserem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, wo ich noch quasi Grundschule und so gegangen bin und dann noch 5., 6. oder so. Und dann noch später, also noch länger. Gab es Niedrigpreis, das ist ein Supermarkt. Supermarktkette. NP, ja. Achso, ich habe noch nie Niedrigpreis gehört. Doch, ich kenne das, aber. NP. Und auf dem Parkplatz von MP hat irgendwann mal ein Dönerladen aufgemacht. Das war so ein Wagen einfach. Also es war so ein Essenswagen. Und der hatte Angebotswochen. Immer am Mittwoch, glaube ich. Mhm. Und da hat der Döner, und jetzt haltet euch fest, 1 Euro gekostet. Euro? Ja, nee, das hatten wir auch manchmal, das wenn hier so ein neuer Dönerladen kam, dass der dann so abnormal billig war. Da das müsste so gesprintet. 18 Jahre her sein. Ich glaube, das Niedrigste, was ich mich erinnere, waren 2,50 Euro. 50 Euro? Ja. Aber 2,50 Euro, nee, nicht 50 Euro. Diese Schweizer Preise sind anders. 50 Euro für einen Döner. Was? Nein, 15 ist es, glaube ich. 15 Euro für einen Döner? Das ist ja wirklich krank, Alter. Du zahlst ja auch 15, 20 Euro für eine Pizza. Das ist richtig krass hier. Was ist da drauf, Gold? Junge, das wäre jetzt Blattgold. Das werde ich auch nie vergessen, Alter. Wir landen in Island. Und Island ist ja so, ich glaube, das ist das zweiteuerste Land der Welt oder so. Oder das teuerste sogar. Und wir gehen einkaufen, weil es war schon spät abends. Und wir wollten, wir waren nicht direkt da, aber am ersten Anreisetag. Und da sind wir wirklich in einem Supermarkt gegangen. Das war ein normaler Supermarkt, wo normale Isländer auch hingehen. Das ist kein Touri-Ding gewesen oder so. Ich, Packung Babybel gesehen. Ich so, kennste? Rein. Okay. Alter, an der Kasse. Der Scheiß hat 8 Euro gekostet. Alter. 8 Euro. Ich bin hier gerade, ich will den Namen nicht nennen, bei der einen App, wo man sich Essen bestellen kann. Ihr könnt schon Namen nennen, anyway. Lieferando. Okay. Ja. Und also die Pizza Margarita ist natürlich die günstigste, 12 Euro. Und ja, das geht noch. Danach Pizza Salami 16 Euro. Dann Pizza Thunfisch auch 16 Euro, was das teuerste. Es gibt Pizza mit Pizza Gold, Pizza Diamant. Nee, mit Hühnchen Pizza 18 Netherite. Euro. Ich glaube, das ist das teuerste. Ah, nee, ja, warte. Das sind aber amerikanische Fälle. Pizza 33 Euro. Ja, wobei, aber ich meine, du kriegst jetzt ja auch beim Bestellen, kriegst du ja in Deutschland auch keine Pizza unter 12 Euro. Kebab Hawaii lese ich hier gerade. Hawaii. Ich dachte, das kostet 9. Teuer? 12. Okay, hey, so billig. Ich dachte, meine sogar. Pizza kostet 9 Euro. Aber auch die Preisgestaltung ist auch geil. Ne? Du hast eine Käsepizza, die kostet 12 Euro. Dann hast du eine Salami-Pizza, was ja genau dasselbe ist, mit 4 Salamischeiben drauf. Und die kostet dann einfach 16. Diese 4 Salamischeiben, die einen Produktwert haben von 5 Cent, Alter, 10 Cent, machen das ganze Ding 4 Euro teurer. Oh, übel geil, wirklich. Meinst du, ich kann diese eine Story im Dönerladen erzählen mit meiner Mutter an meinem Geburtstag? Gott. Was kommt jetzt? Ich kann es auf gar keinen Fall erzählen. Okay, Leute, bei 1 Million
Abonnenten hier auf die drei Rabauken. Nee, so weit sind wir da nicht, Elina. Also irgendwann mal als Special. Okay. Hier war Ibro, weißt du, welche Story? Ich will die Story ja, später hören. Okay, ja. Nachher. Nee, oder muss ich auch so lange machen? Du kennst jetzt noch nicht, dass es die ist. Okay, ich weiß nicht, ob sie die kennt. Oh, safe. Die erzählt es ja jedem, der kennenlernt. Nee, das ist jetzt übertrieben, aber. Generell, Smalltalk ist so mein Ding. Ist ja auch eine gute Geschichte, muss man sagen. Es ist ein guter Icebreaker. Also lasst ein Like und ein Abo da. Damit wir ganz schnell die 1 Million erreichen, weil ich will auch die Story hören. Und wieder Top 10, bitte, Leute. Ja, und 5 Sterne natürlich auch. Elina, was ja, Leute, ihr müsst, ich mache jetzt eine Hausaufgabenliste. Ja. Und wer die Hausaufgaben nicht macht, kriegt einen Schlagenschnauze. Ihr müsst. War ein Witz. Auf Spotify folgen. Und dann eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Wir müssen checken, ob die. Wir wollten noch irgendwas machen bei 5 Sternen. Ja, dazu brauche ich diese App, ne? Warte, ich habe sie, ich gucke sofort nach. Ich kann nur am PC. Am PC sehe ich es nicht. Die 4,9. 4,9 Sterne. Ich hätte jetzt aber auch gar nicht mehr gewusst, was wir machen wollten bei 5,0. Irgendwas. Ich weiß es. Ich glaube, Elina wollte das Bild. Ja, das Bild von Ben. Tja, Leute, da sind leider noch nicht da. Ihr müsst da mehr bewerten. Also, ihr müsst 5 Sterne, wenn ihr das Spotify abgeben. Dann geht ihr auf YouTube und abonniert und lasst ein Like da. Dann geht ihr auf Apple Music oder wie das heißt. Und dort müsst ihr auch abonniert folgen. Abonniert auch 5 Sterne. Da kann und man auch 5 Sterne. Abonniert 5 Sterne. Und dann. Dann schreibt ihr dann in die Kommentare, wie toll wir sind. Ja, okay, das reicht. Mehr, also die 3 Sachen, Leute. Das ist ja auch nicht zu viel verlangt. Das dauert auch nur 1 Stunde. Leute, na, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like da. Ach so. Alina, warst du schon fertig mit deiner Essensreise? Ja, ich glaube, ich war schon fertig. Ich habe doch den Anschluss verloren, nicht ehrlich. Alina ist dann auf jeden Fall vegan jetzt seit ein paar Tagen und wir erzählen euch dann in ein paar Wochen, wie es läuft. Stay tuned, Leute. Hört weiter hier in die 3er-Bauken. Bis dahin, bis nächsten Freitag, Leute. Euer Benson. Und Ebru und Elina. Tschüssi. Tschüss.